heute also schienenmäßig die letzte Baustellenfahrt. Das sind die letzten zwei Schienen, die fehlen am Ausziehgleis. Die fahren wir heute jetzt runter, bauen die heute ein und dann sind die Gleisanlagen von der Strecke bis zum Bahnhof Katzenstein fertig. An dem Abschnitt arbeiten wir seit 2007. Das größte Problem bei der ganzen Geschichte war, dass wir damals aus dem Förderprogramm unverschuldet rausgeflogen sind. Und da hatten wir anderthalb Jahre Stillstand, wo wir nicht weiterbauen konnten, weil es keine Zuschüsse gab. Aber seither sind wir wieder voll dran und wir haben jetzt das auch durchgezogen. Das Einzige, was uns natürlich ein bisschen ausgebremst hat, war Corona. Wir mussten letztes Jahr die Arbeiter ein bisschen runterfahren, dieses Jahr auch. Und dürfen nur mit begrenzter Personenzahl arbeiten und natürlich mit Sicherheitsabstand. In Katzenstein kann man sehr viel machen. Die Burg Katzenstein, der schöne Herzwaldsee. Es soll nicht der Endpunkt sein. Es soll ja Dischingen sein, aber Katzenstein ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns mit dem ganzen Naherholungsgebiet. Ohne die Truppe, ohne die wirklich super tolle Truppe, wäre das gar nicht möglich, so ein Projekt zu stemmen. Ohne den Zusammenhalt und ohne unsere treuen, aktiven Mitglieder wäre das nie möglich. Ich glaube, die ist jetzt richtig oben drin, weil da war keine Beschriftung drauf. Uns bringt der Bahnhof natürlich richtig in die Zukunft, weil unsere Strecke ist jetzt nicht bloß 3 Kilometer lang, die ist jetzt fast 6 Kilometer lang. Und durch das gibt es für unsere Museumseisenbahn natürlich einen riesengroßen Aufschwung.